So, wie man hier sehen kann, Tür ist zu, Home Remote ist aktiviert und jetzt öffne ich die Tür. Alexa, turn on gate. Alexa, turn off gate. Und so kann man zum Beispiel die Tür öffnen. Alexa, turn on light. Alexa, turn off light. Ja, hallo Leute. Wie ihr schon eingangs des Videos sehen konntet, geht es in dem kurzen und knackigen Video darum, Alexa auf ein Windows Phone zu holen. Also ein Smartphone mit Windows Mobile 10 funktioniert wohl auch mit Windows Mobile 8.1, wobei ich dafür natürlich keine Garantie geben kann. Das, was ihr als erstes braucht, ist von Sonoff ein entsprechendes Modul. Da verlinke ich hier oben mal zwei Möglichkeiten, die man hat. Also ihr könnt dann zum Beispiel elektrische Verbraucher damit steuern oder auch ein Garagentor öffnen oder die Haustür öffnen. Da, wie gesagt, findet ihr oben rechts in der Ecke direkt ein paar Links zu weiteren Videos, wo ich das erläutert habe. Aber hier soll es ja nur um Alexa auf Windows Mobile Smartphone gehen. Damit das Ganze funktioniert, müsst ihr euch einen amerikanischen Amazon-Account anlegen, weil im Moment die App nicht mit DE-Domains zusammenarbeitet. Da stehe ich aber mit dem Entwickler in Kontakt und der will das noch anpassen. Also ich nehme an, in 2, 3 Wochen sollte die App auch mit der deutschen Amazon-Website zusammenarbeiten. Ihr müsst euch dann den EWE-Link Fan-Skill einrichten. Das heißt, ihr aktiviert den auf Amazon und sucht dann nach entsprechenden Geräten. Wie das funktioniert, da gibt es genug Videos dazu. Das werde ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall als nächstes müsst ihr euch dann die Home Remote App runterladen aus dem Microsoft App Store, die natürlich installieren, klar. Wenn ihr die das erste Mal installiert habt, dann sieht die ungefähr nach dem Öffnen so aus. Das einzige hier ist dann kein Amazon Alexa zu sehen, sondern ein Plus-Button. Das heißt, ihr könnt euch dann über den Plus-Button hier verschiedene Anbieter von Smart Home-Steuerungen auswählen. Also da ist auch Google Home dabei. Es gibt also verschiedene, die unterstützt werden. Es funktioniert nicht nur mit Amazon Alexa. In meinem Fall interessiert mich aber nur Amazon Alexa und das will ich auch nur einrichten. Da klickt ihr dann halt auf Amazon Alexa und es öffnet sich ein Fenster, wo ihr euch auf Amazon einloggen müsst. Dann akzeptiert ihr noch die Bedingungen und dann seid ihr mit dem Einrichten schon fertig. Zusätzlich habe ich noch mir einen Button eingerichtet, beziehungsweise den habe ich vom Entwickler bekommen. Es gibt nämlich ein Programm, dass ihr euch verschiedene Oberflächen auch für die Anwendung basteln könnt. Das war mir jetzt aber zu komplex und deshalb habe ich vom Bill, so heißt der App-Entwickler, entsprechend einen Shortcut bekommen und über den könnt ihr dann direkt Alexa aktivieren. Das funktioniert aber auch, wenn ihr in den Einstellungen seid und dann hier oben einfach auf das Mikrofon klickt. Ja, und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Damit könnt ihr dann all eure Geräte, die ihr auf Amazon Alexa habt, über ein Windows Smartphone wirklich steuern. Und das ist für mich eine super Sache, weil ich habe danach lang gesucht. Ich habe es jetzt erst über Umwege gemacht. Über einen TeamViewer habe ich auf ein Android-Phone zugegriffen. Und so ist es mir natürlich deutlich lieber, weil jetzt kann ich mit meinem Lumia 950 auch wirklich alles steuern, was ich so in Zukunft hier einrichten will zu Hause. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, wie immer unten in die Kommentarfunktion. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein.